von Führungskräften und Killerwahlen. Drei tödliche Fehler bei der Einstellung von Möbelverkäufern und drei einfache, sofort umsetzbare Lösungen dafür. Wie finden Möbelhausbesitzer eigentlich ihre Möbelverkäufer? Nach dem Prinzip Hoffnung. Wie kommt der Vergnügungspark in Orlando an Killerwale, die Meter hoch und auf Befehl durch Reifen springen? Und was hat das beides miteinander zu tun? Wenn der Unternehmer mit der Killerwahl-Show ein Möbelhändler wäre, würde er mit dem Boot aufs Meer herausfahren und nach springenden Killerwahlen Ausschau halten. Natürlich findet er keine. Aber genauso wenig funktioniert es, gute und fertig ausgebildete Verkäufer auf dem freien Arbeitsmarkt zu suchen. Warum nicht? Hallo? Ein Verkäufer kann verkaufen, auch sich selbst. Daher sind die guten Verkäufer nicht auf dem Markt und die schlechten wollen wir nicht. Was macht der Killerwahl-Show-Unternehmer? Er fährt auf das Meer hinaus und fängt irgendeinen Killerwal. Natürlich kann er nicht springen, woher auch. Zurück in seinem Vergnügungspark in Orlando setzt er ihn dann in das Killerwalbecken zu den anderen. Soweit machen es die Möbelhändler noch genauso. Wenn sie schon mal einen einstellen, wird nicht lange gefackelt. Raus auf die Fläche und verkaufen soll er. Er soll sich von den anderen Killerwalen einfach das Springen abschauen, oder? Das funktioniert im Verkauf genauso wenig wie bei den Killerwahlen. Das ist der Fehler Nummer 1. Im Möbelhandel wird viel zu schnell eingestellt. Jetzt würde der Möbelhändler regelmäßig ungefähr einmal pro Monat am Becken vorbeigehen und nachschauen, ob der neue Killerwal auch springt. Und siehe da, er springt nicht. Wir müssen ihm Zeit geben, denkt sich der Möbelhändler und zieht sich wieder in sein Büro zurück, für einen Monat ungefähr. Es regiert das Prinzip Hoffnung. Wenn wir dem Neuen nur genug Zeit geben, wird er wie durch ein Wunder das Verkaufen lernen. Manchmal wird das Prinzip Hoffnung noch aktiv durch einen sogenannten Paten verschlimmbessert. Lesen Sie dazu mehr in meinem Artikel Macht Ihre Firma Steinzeittrainings. Ein Video habe ich dazu auch gemacht. Dem neuen Verkäufer wird also ein erfahrener Kollege an die Seite gestellt, der diesem helfen soll. Welches Interesse hat aber dieser erfahrene Provisionsverkäufer, sich gute Konkurrenz heranzuziehen? Am Ende des nächsten Monats wird der Möbelhausbesitzer schon ungeduldiger. Spring, Killerwal, spring, ruft er ihm ungeduldig zu. Du musst mal was verkaufen, sonst geht das hier nicht mehr. Wir können uns das nicht mehr ewig lang angucken. Übersetzen die Möbelhändlersprache heißt es, sie müssen sich anstrengen. Woran liegt das denn, dass sie nicht mehr verkaufen? Lange können wir uns das nicht mehr anschauen, kriegt der Neue gesagt. Der letzte Satz ist eine Lüge. Im mittelständischen Möbelhandel wird verdammt lange zugeschaut, wie etwas nicht funktioniert. Das ist der Fehler Nummer 2. Es gibt kein Ausbildungskonzept und keine Ausbildung. Wenn etwas nicht funktioniert, kann das immer entweder daran liegen, dass die Menschen nicht funktionieren oder dass der Prozess nicht funktioniert. Wenn etwas dagegen mit vielen Menschen nicht funktioniert, liegt es nahe, dass der Prozess Käse ist, oder? Darauf kommt aber keiner. Wir kriegen einfach keine guten Leute, heißt es im Möbelhandel. Es gibt aber in den meisten Möbelhäusern überhaupt keinen Prozess, um aus einem normalen, nicht springenden Killerwal, sprich ein normaler, netter, arbeitswilliger Mensch, einen guten Verkäufer zu machen. Was macht jetzt der echte Killerwal-Trainer? Er legt erstmal nur eine Leine auf den Boden des Beckens und lobt und belohnt den Killerwal jedes Mal, wenn der darüber schwimmt. Das Kunststück kann er so natürlich noch niemandem zeigen, aber darauf kommt es ihm auch nicht an. Am nächsten Tag hängt er die Leine schon etwas höher. Und jedes Mal, wenn der Killerwal drüber schwimmt und nicht runterher schwimmt, gibt es ein kleines Leckerli, ein Fischchen und Lob. Dem Killerwal macht das natürlich Spaß. Hier ist es ja einfacher und lustiger als alleine auf hoher See, wo man wirklich um sein Essen kämpfen muss. Irgendwann kommt der kritische Moment, in dem die Leine über dem Wasserspiegel hängt. Der Killerwal sucht danach, da er sein Spiel weiterspielen will und auch weiterhin mit Fischchen gefüttert werden will. Irgendwann sucht er dann auch über der Wasseroberfläche, was ja sehr, sehr ungewohnt ist für ihn. Sieht die Leine, nimmt Anlauf und springt. Voilà, sie haben einen springenden Killerwal. Das kann aber dauern. Dafür hat dann aber der Vergnügungspark eine neue Einnahmequelle für lange Zeit. Verkaufen ist keine Kunst, sondern ein erlernbares Handwerk. Die einzige Voraussetzung ist eine vernünftige Einstellung zu Menschen, zu Erfolg und zur Arbeit. Die gute Nachricht ist, dass man diese Faktoren gut testen kann, wenn man sich die Mühe macht. Die Zeit nimmt sich im Möbelhandel leider keiner.
Es wird irgendjemand eingestellt, alleine gelassen und irgendwann mit mittelmäßigen Leistungen weiter geduldet. Mittlerweile ist der neue Verkäufer aber völlig frustriert und betet seinem sogenannten Paten nach, dass alle Besucher nochmal schauen wollen, die Leute kein Geld haben, die Werbung Mist ist, nicht genügend Frequenz ins Haus kommt und so weiter. Kennen die eigentlich nicht den Film Der Pate? Paten verhalten sich im Möbelhandel oft nicht besonders nett, denn sie sind Provisionsverkäufer und haben ein aktives Desinteresse daran, sich Konkurrenz heranzuziehen. Und dann kommt der Fehler Nummer 3. Es wird viel zu langsam ausgestellt. Wenn dein Pferd tot ist, steig ab, lautet ein altes Sprichwort der Indianer. Wenn die Einstellung des Mitarbeiters erst ruiniert ist, hilft nichts mehr. Es liegt aber normalerweise nicht daran, dass der Mensch nicht in Ordnung war oder dass er nicht wollte. Der Prozess ist von vorne bis hinten falsch bzw. gar nicht vorhanden. Es werden die falschen Leute eingestellt. Es gibt keinen Ausbildungsplan und dann werden schlechte Verkäufer toleriert, denn es gibt ja keine besseren. Was ist die Lösung? Erstens, bei der Einstellung selektieren. Mehr dazu in unserem Artikel 32 Fragen, die Sie beim Einstellungsgespräch stellen können. Sie selektieren, stimmt die Einstellung? Ist der Mitarbeiter kontaktfreudig? Mag er Menschen? Ist er ergebnisorientiert? Nochmal, die gute Nachricht ist, dafür gibt es äußerst günstige Tests. Fragen Sie uns. Ein genau definierter Ausbildungsplan mit Meilensteinen und klaren, im Voraus definierten und kommunizierten Entscheidungspunkten, die dem Mitarbeiter klar machen, machen wir weiter in einem Monat, machen wir nicht. Was musst du können, damit wir in einem Monat weitermachen? Der neue Mitarbeiter sollte genau wissen, was er nach einem, zwei, drei Monaten können oder leisten muss, damit er weiter beschäftigt wird. Drittens, bestimmen Sie einen Verantwortlichen für die Ausbildung, der vom Erfolg des neuen Mitarbeiters profitiert. Dieser sollte mindestens die Basisfähigkeiten von Coaching und Training kennen und können. Die gute Nachricht, diese Basisfähigkeiten kann man an einem Tag erlernen. Rufen Sie uns an. So einfach ist das. Man muss sich nur die Mühe machen, einmal zu definieren, wie man es haben will. Dabei helfen wir Ihnen gerne. Machen Sie einfach einen Telefontermin für ein Vorgespräch mit mir aus. Ich freue mich auf den Kontakt.